Hallo zusammen, schauen wir uns wieder ein Anwendungsbeispiel an, einen Ratenkauf oder einen Barkauf, also eine einfache Kalkulation. Angenommen, ein neuer Laptop kostet 899 Euro. Das sind meine 100%. Der kostet 899 Euro. Das ist alles, das ist das Ganze. Das sind meine 100%. Beim Barkauf erhalte ich ein Skonto von 2,5%. Ein Skonto ist ein Sofortrabatt. Das heißt, ich muss nicht die ganze Summe ausbezahlen, sondern um 2,5% weniger, wenn man es zum Beispiel mit Bankomat oder mit Kreditkarte gleich direkt bezahlt. Wenn ich nicht flüssig bin und man die 899 Euro nicht leisten kann, dann mache ich meistens einen Ratenkauf. Beim Ratenkauf muss ich eine Anzahlung leisten, das heißt, ein bisschen einen Betrag muss ich gleich direkt zahlen. Und dann zahle ich über, in unserem Fall, 18 Monate, jeweils einen Betrag von 48,50 Euro. Der Ratenkauf ist meistens teurer als der Bar. Schauen wir es uns an. Wenn wir beim Barkauf 2,5% Skonto erhalten, dann müssen wir uns einmal als erstes überlegen, wie viel Prozent muss ich denn bezahlen. 100% würde der Laptop kosten und ich zahle um 2,5% weniger. Also muss ich 97,5% bezahlen. Jede Prozentzahl kann ich als Multiplikator darstellen, indem ich das Komma um zwei Stellen nach links verschiebe. Das heißt, der Multiplikator von 97,5% wäre 0,975. Mit Multiplikator rechnen geht immer schneller. Muss man sich nur angewöhnen, ist aber immer das Gleiche. Um zwei Stellen nach links verschoben das Komma. Also hätte ich 899 Euro, was der Laptop kosten würde, und ich bezahle weniger, 0,975 ist mein Multiplikator. Das sind 876,53 Euro, wenn ich es ausmultipliziere. Das heißt, der Laptop kostet mir jetzt keine 899 Euro, sondern nur 876,53, weil ich ihn gleich direkt bar bezahlen kann, mit dem Skonto abgezogen, mit dem Multiplikator multipliziert. Du kannst es überprüfen, ob es stimmt, wenn du möchtest, dass du 899 durch 100 dividierst, dann hast du wieder 1%, das wären 8,99. Und dann mal 97,5 rechnest, kommst du auch auf 876,53 Euro. Es geht nur so leichter und schneller mit dem Multiplikator. Schauen wir es uns bei der Ratenzahlung an. Bei der Ratenzahlung hast du 15% Anzahlung zu leisten. 15% wäre wieder der Multiplikator 0,15. Das heißt, ich muss anzahlen 899 mal 0,15 mit dem Multiplikator multipliziert und erhalte 134,85 Euro. Das ist der Betrag, den ich gleich direkt sofort bezahlen muss. Das ist meine Anzahlung. Und dann zahle ich Monatsraten. 18 mal 48,5. Jedes Monat 48,5 Euro. Über 18 Monate hindurch. Das sind 873 Euro.
die ich mit den Monatsraten bezahlen muss. Das heißt, ich habe eine Anzahlung, ich habe die Monatsraten und muss das natürlich zusammen zählen. Also 1.007,85 € bezahle ich insgesamt beim Ratenkauf. Und da sehen wir jetzt schon, dass das wirklich ein schönes Eck teurer ist als die Barzahlung, wo ich sogar noch ans Konto bekommen habe. Merkt sich die Geschichte mit dem Multiplikator, man kann es aber immer überprüfen. Bei 15% Anzahlung wären, ich muss die 100, die 899 durch 100 dividieren, dann habe ich wieder 1%, so wie wir sonst immer gemacht haben. Also 1% sind 8,99, das kann man im Kopf. Mal 15% würdest du auch erhalten die 134,85, die Anzahlung. Und dann die Anzahlung mit den Monatsraten wieder addiert und ich komme auf den Gesamtbetrag. Einfache Kalkulation im Vergleich Barkauf zur Ratenzahlung. Alles klar?